weiter. Glaubst du, der Schwarm ist in dieser Festung? Der was? Der Schwarm. Ja, so nennen wir sie jetzt. Der Schwarm also. Okay. Nein, glaube ich nicht. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmium-Mine auf der anderen Seite. Und, wieso? Weil die Korda nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Also los. Marcus, wegen dieser Locust-Grabstätte. Warst du mal dort? Damals. Vor 25 Jahren. James' Mutter und ich waren wegen der Beseitigung dort. Die Körper der Maden waren da schon mit diesem Kristallscheiß überzogen. Ziemlich unzerstörbar. Sie haben sie eingemauert und so belassen. Okay, jetzt mal Klartext. Glaubst du, die Locusts sind zurück? Ich weiß es nicht. Das ist einer der Vorzüge im Alter. Man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Der Wind wird stärker. Ja, noch müssen wir uns aber keine Sorgen machen. Haltet die Augen offen. Halt! Was zum Teufel war das? Oh, das finden wir noch raus. Das klang nicht nach einem Tier. Habe ich nie behauptet. Hey, da drüben ist Wasser. Ich glaube, genau von sowas wird man krank. Hoffen wir das Beste. Schade, dass ja so ein bisschen die Spiegelungen von der Taschenlampe fehlen, ne? Mal müsste man doch ein bisschen was sehen da noch. Schade. Aber auf jeden Fall geil aus. Okay. Wo seid ihr? Da sind wir schon wieder gestorben, okay. Oh, was zum. Da ist irgendwas über uns. Ja, ich weiß. Bleibt ruhig. Oh, Scheiße. Leute, Sturmfront im Anflug. Los zur Festung. Verdammt! Da ist ein Tor! Los, los! Nicht nachgehen, weiter! Unter Sturm voraus! Hier durch! Seite. Rein mit euch! Kinder, mit euch wird es nie langweilig. In letzter Zeit nicht. Hier sollten wir sicher sein, bis die Sturmfront durch ist. Ihr habt keine Stauballergie, oder? Kommt drauf an, welchen Staub du meinst. So. Keine Ahnung. Mal sehen, wohin uns führt. Das leuchtet. Es bewegt sich. Es ist eine Art Bandwurm. Ja, hier lang. Bandwürmer. Was ist das? Alles okay? Oh, ja, aber ich hab überall diesen Scheiß. Naja, du leuchtest. Das ist doch toll. Na los, was da auch rausgeklettert ist, ist hier entlang. Oh, ein Buch. Ein Buch. Sammelstück. Okay. Ja, die gucken wir uns am Ende mal an. Da
Hey, wartet mal. Da ist irgendwas drin. Dann schneid's auf. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Dad. Nein, glaube ich auch. Oh, das ist übel. Jims Verschwunden. Wir haben sie wohl gefunden. Sie nutzen uns als Wirt. Wenn das mit allen passiert, die sie fangen. Oh Gott, Mann. Kate, hey, komm schon. Wir holen sie zurück, okay? Wir müssen zu dieser Mine. Komm schon. Okay, als Wirt. Noch mehr Kapseln. Was zur Hölle ist hier los? Was das auch ist, es sind keine Locust. Sowas habe ich noch nie gesehen. Marcus Phoenix ist ratlos? Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt aber, die Mama lebt, ne? Auf dem Dach! Ich habe gesagt, ruhig sein und weiter. Zumindest körperlich. Ob sie geistig noch dieselbe ist, das werden wir dann, denke ich, noch feststellen. Oh. Es sind bestimmt auch Kinder dabei. Buh. Buh. Dieses Vieh folgt uns schon eine ganze Weile. Ich kümmere mich drum. Was? Wie? Ja, das klappt. Wenn er losstürmt, schaltet ihn aus. Verstanden? Verstanden. Drei sind für uns. Markus wollte uns im Kampf gegen die Dinger helfen und meine Mutter retten. Was zur Hölle machen wir jetzt? Das Ding, ich fasse es nicht. Es hat ihn verschluckt. Komplett. Genug, das reicht. Er ist weg. Aber er ist nicht tot. Sie entführen Menschen und benutzen sie. Wir wissen, dass der Prozess eine Weile dauert. Also lasst uns meinen Vater finden. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße! Okay. Und was jetzt? Gehen wir dahin, wo sie ihn hinbringen. Und wo soll das sein? Da, wo er uns hinführen wollte. Die Locust-Grabstätte. Akt 3, Kapitel 2. Nicht schon. Ich suche mir einen Ausweg und das Ding, das mein Vater hat. Nur was zum Sammeln? Nö. Die brauchst du nicht mehr, Kollege.
Nee. Er hatte die Ausrüstung bewacht. Sauerstoffflaschen gebraucht. Bis sie sich dem Ende zugeneigt haben. Buschen gelesen. Sieht alles so ein bisschen aus wie Lazarett. Ja. Leute, hier lang! Ja, einen anderen Weg haben wir momentan nicht. Warum ruckelt das Fenster? Okay, ich sag jetzt nichts dazu. War eigentlich gerade so ein Handzeichen? So ein. Warte mal. So. Nee. Sah aus wie so ein Handzeichen. Klingt, als würden sie tiefer ins Fort eindringen. Dann tun wir das auch. Okay. Dann treten wir mal ein. Oh Gott. Oder noch eine von diesen nicht. Kapseln. Hallo? Oder so. Richtig schnell, das sind die! Und du bist raus! Da kommen noch mehr! Sie weichen aus! Links, links, links! Ich kann sie sehen! Mein Ratschlag. Fasst bloß keine Kapseln mehr an. Mhm. Da! Überall! Wieso kommen die da nur unendlich? Oder was ist da los? Da gibt es doch keinen Mund mehr. Ich glaube, das alles nicht. Monster entführen Menschen, Viecher springen aus Kapseln. Ja, und kein Plan, was zum Teufel hier los ist. Dann bin ich nicht die Einzige. Keine Kapsel. Ja, komm mit mal. Money, okay. Ja, nee. Oh, Scheiße! So. Ja, super. Alles okay? Ich glaube schon, aber hier unten ist jede Menge von der Scheiße. Kommst du wieder hoch? Nein, ihr müsst runterkommen, aber passt auf. Uni ist oben. Oh Mann, du hast nicht übertrieben. Pass bloß auf. Wir müssen hier raus. Diese Kapseln sind Brutkammern, in die wir gesteckt werden. Und sie kommen raus. Wir müssen meinen Vater finden. Und zwar schnell. Na toll. Jetzt also Schleimtüren. Vorsicht. Okay. Moni, haben wir noch was zum Aufsammeln? Nee. Schneiden wir uns durch den Schleim. Ja. Ich hab was in den Mund bekommen. Und wie schmeckt es? Wie soll es wohl schmecken? Wahrscheinlich eklig. Es stinkt jedenfalls erbärmlich. Und Käse stinkt auch, schmeckt trotzdem. Hey, was war das? So. Da drüben, das ist er! Na los, hinterher! Und noch mehr von den verfluchten Dingern. Mit. War's das?
Sind wir sie los? Glaube schon. Wieso lassen die mich alles mal? Was jetzt aber? Komm schon, hier lang. Oh, Scheiße! Verdammt! Wow. Ich glaube, wir müssen an unserer Definition von das war's arbeiten. Da haben wir noch was zum Aufsammeln. Jawohl. Wieder ein Sammlerstück. Nee. Hilf mir hier mal! Also, wir verfolgen diesen Häscher. Und was dann? Dann finden wir meinen Vater, Rainer und alle anderen Entführten. Ja, okay. Aber was, wenn er will, dass wir ihm folgen? Dann macht er einen großen Fehler. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Gehen wir hier rüber. Ha! Oh, ist voll. Hab ich mich schon gefreut. Hey, da oben ist eine Rotzblase. Und was ist das da drin? Ich will's nicht wissen. Seid ihr nicht mal ein bisschen neugierig? Das ist Dads Funkgerät. Er muss in der Nähe sein. Ah, hier geht's da wieder hin, okay. Da drüben! Das bewegt sich zu der Bahnhaltestelle. Gehen wir! Okay. Da drüben! Bringt das Ding zum Schweigen! Das sind ja unzählige! Die sind überall! Startklar! Die sind so schnell! Schnell und wütend! Nicht so schnell! Es kommen immer mehr! So, Scheiße! Alles klar, das war's. Gehen wir jetzt zur Bahnhaltestelle. Was war das? Wie der Chor? Die Chor hat sie als Feldlazarett genutzt. Aber die Festung stammt aus der Zeit davor. So die Zeit der Könige und Hexer. Könige und... Hexer? Was denn? Ich versuche nur, dir etwas geschichtliches Wissen zu vermitteln. Money? Ist voll alles klar. Mal sehen, was passiert, wenn... Was zum Teufel?
wieder ein Gegner. Mit Knüfte. Und noch ein. Was war das jetzt? Hat sich weiterentwickelt! Kann man zurückentwickeln? Versucht's über die Flanken! Was laberst du? Nicht als wir, aber als vorher. Oh. Ja. Alles klar, das waren alle. Mir gefallen die Typen nicht. Sind die gerade aus dem Ausgangsloch gekrochen? Das sollte passen. Hey, Leute, kommt her. Was ist das? Das ist kein Ausgangsloch. Sieht aus wie ein Nest. Oh, Scheiße! Mehr Glück beim nächsten Mal! Elender! Los! Granate! Kommt schon! Durch das Tor! Großartig, hier sind sogar noch mehr! Schieß deine Kapsel runter! Da drüben! Sagen, höchste Zeit, die Biege zu machen. Hey, wollen wir einfach totschweigen, was da gerade passiert ist mit dem Nest? Was zum Teufel war das? Haben die sich verwandelt? Halt, sie haben sich weiterentwickelt, aber dauert das nicht sehr lange? Oh, manche Insektenlarven werden innerhalb eines Tages zu Drohnen. Sogar innerhalb Stunden. Na gut, Larven und Drohnen. Larven und Drohnen von was denn? Das werden wir noch herausfinden. Oh, der Friedhof, das ist ein gutes Omen. Scheiße, noch ein Nest! Da muss eine Granate rein! Eine tote Drohne! Erwischt! Oh, Boomshot. Erinnerung wach. Scharfschütze, links! Zurück in dein Loch! Thank you.
Werfe Granate! Werfe Granate! Nein! Da bist du ja wieder! Geschichte! Das war's. Alles sicher. Die alte oder die neue Definition? Na los, gehen wir zur Bahn. Die alte oder die neue, ja. Gibt's hier noch Munition? Nö, ne? Okay, warte. Was haben wir da hinten noch? Da fehlt schon mal der Munition. Ne. Nix. Nichte, nada, niente. Oh. Was machst du denn? Geht doch hier rum. Bitte schön. Da ist Marie. Wir müssen rein, bevor das Wetter noch schlechter wird. Ich verstehe. Ganz nah, los! Da! Oh, verdammt! Scheiße! Okay, du bist ein ganz großer. Aber schön ruhig. Das ist übel. Geht in Deckung! Ich hab die Stacheln auf! Oh Mann, ich dachte, irgendwas Schönes. Noch zwei davon! Wahrscheinlich schon schlimm genug. Jetzt müssen wir uns auch noch mit diesen Springern rumschlagen. Ja, und so wie es jetzt läuft, kann es nur noch schlimmer werden. Da ist keine Muni drin für das Ding, ey. Schade. Hey, je länger wir warten, desto schwerer wird es, ihn aufzuspüren. In Ordnung. Mal sehen, wo die uns hinführt. Hallo, ich hätte gern zwei Karten. Hallo? Mann, daran gewöhne ich mich nie. Okay, los geht's. Oh, Scheiße! Die Bahn ist da. Ja, solange sie noch funktioniert, sollten wir sicher sein. Alles klar. Zumindest steht die Bahn noch auf den Gleisen. Ja. Das ist schon mal, ne? Ganz gut. Jetzt. Das Gegengewicht schleift. Geh schon, ich mach das.
Hey, alles in Ordnung? Ja. Nein. Tut mir leid, dass ich deinen Vater in diese Lage gebracht habe. Hätte ich gewusst... Nein, Kate... Gewusst, was es kosten würde, dass die Rettung meiner Mutter... Hey, noch haben wir niemanden verloren. Kann das Ding nicht schneller fahren? Nicht, wenn das Gegengewicht schleift. Das Gegengewicht, hm? Was machst du?